zwei Pakete, ein Tom, was da drin ist, mehr nach dem Intro. Ein wunderschönes Hallo bei eurem Lieblingstom auf YouTube. Ja, Freunde, die Hälfte meines Urlaubs ist vorbei und ich habe mir so viel vorgenommen, aber irgendwie hat das mit den Vornehmen nicht so geklappt. Ihr seht hier Paket Nummer 1 und Paket Nummer 2. Ich habe zwei richtig geniale Deals gemacht. Das eine ist mit dem Chico und das andere ist ein eBay-Deal. Was ich aber genau bekommen habe, ich packe mal kurz die Pakete aus. Anbeisendig Game Boy Advanced und die Konsole Nummer 172. Da ich keinen passenden Karton gefunden habe für die Tastatur, habe ich dir ein paar andere Goodies mit eingepackt, die du behalten, vertauschen oder in ein Gewinnspiel packen kannst. Lieber Gruß, Chico. PS, sobald ich einen passenden Karton gefunden habe, geht die Tastatur zu dir. Ja, lieber Chico, lieber Georg, was soll ich sagen? Ich bin mega happy mit dem Deal, was wir beide da gemacht haben. Und ich muss sagen, du bist einer der fairsten Menschen, die ich wirklich kenne. Ich meine, du hättest mir die Sachen auch bedeutend teurer verkaufen können, weil du weißt ja, was das Ganze kostet. Und ja, dann schauen wir mal. Einmal mein Castlevania. Oh, what the fuck. Hammer. Einmal das Zombie U für die Wii U. Georg, Oberhammer. Was haben wir dann da noch? Einmal rauskramen. Game Boy Pocket Silber. Den packe ich nachher aus. Dann haben wir hier etwas richtig gut verpacktes, nämlich es ist das lalala. Leute, ich mache das auch zum ersten Mal, Pakete live auspacken und komm da raus, du Sau, du. Ja, das ist einmal das Castlevania für den Game Boy Advance. Das ist Castlevania Double Pack. Das Ganze hat der Chico mir wirklich für einen absolut Hammer Preis verkauft. Wenn ihr mal auf eBay nach dem Castlevania Doppelpack für den Game Boy Advance schaut, kostet das Ganze irgendwie um die 40 Euro und ich habe vom lieben Georg einen Preis von 25 Euro bekommen und das ist absoluter Hammer. Das Case. Mann, Georg, was hast du mir da alles reingepackt? Hey, das ist ja so der Oberhammer. Hammer. Echt Hammer. Das sind zwei Games. Chico, du wirst mir echt nicht glauben, aber die zwei Dinger habe ich wirklich nicht gehabt. Ja, das ist einmal die Limited Edition von Darkness 2, Oberhammer und 4-3 für die PlayStation 3. Ich meine 4, ich habe die Games auf der PlayStation nicht gespielt. Ich habe das Ganze auf der Xbox 360 gedaddelt und ja, war so das ein oder andere Gruselmomentchen dabei, aber das hier ist wirklich der absolut das absolute Hammer, was ich hier von ihm bekommen habe. Und zwar die Geschichte dazu ist, ich bin mit dem lieben Georg in einer WhatsApp-Gruppe drin, da sind noch andere YouTuber dabei und Sammler, und er hat dort eben das Castlevania verkauft. Und hat dann gesagt, du, ich habe da so Castlevania eben. Ich habe gesagt, jawohl, nehme ich. Und dann hat er
mir das Ganze dann verkauft und ich habe dann mit ihm gedealt, habe gesagt, du hör mal zu, wenn ich Fragen habe für meine Gameboy-Sammlung, dann kann ich dich da anrufen. Er hat gesagt, ja, kein Thema. Und wir haben dann 2 Stunden miteinander telefoniert und er hat dann gesagt, du, so und so schaut's aus. Ihr habt dann by the way erwähnt, dass ich noch einen Gameboy Pocket suche. Und ja, beim Gameboy Pocket waren irgendwie so Preise aufgerufen von 65 Euro und so. Und er hat dann gesagt, du, pass auf, ich suche dir da einen Gameboy Pocket auf dem Flohmarkt raus. Und ja, hier ist er. Gameboy Pocket in Silber. Und ich habe das Ganze von ihm bekommen für sagenhafte 35 Euronen. Und ja, der Gameboy Pocket hat mir in meiner Sammlung, Gott, hier oben ist aber auch warm, ich schwitze mir gerade eine ab, ich glaube, ich lock schon Schakale an, aber egal, ich ziehe das Ganze durch. Hier wird nicht wirklich viel geschnitten, ihr kriegt alles live und in Farbe und in bunt mit. Ja, wie gesagt, ich finde das absolute Hammer, aus dem einfachen Grund, der Chico hätte mir das Ganze bedeutend teurer verkaufen können, weil er kennt die Preise und er hat einfach gesagt, du, ich habe das Ding für 35 Euro auf dem Flohmarkt gefunden und du bekommst das für 35 Euro. Ja, wie gesagt, Daumen nach oben. Ich habe unten in der Videobeschreibung Chico seinen Kanal verlinkt. Vielen Dank dafür. Ist übrigens Konsole Nummer 171. Ja, kommen wir mal zu dem anderen Paket. Ich mache da mal so eine Tauchfahrt. Hilfe, hier ist ein Mikrofon. La Paloma, ole. Ja, da ist mein Cuttermesser. Juhu. Zu dem Teil muss ich sagen, ich war eigentlich mit meiner, Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier reinschneiden soll, ohne dass ich da irgendetwas heiliges Kanonenrohr, heilige Verpackungsmaschinerie. Ja, ich habe ja eigentlich ein persönliches Nintendo Fullset schon bei mir. Was heißt persönliches Nintendo Fullset? Das sind so alle Games, die ich haben wollte, die ich so als sammelnswert empfinde. Die habe ich bei mir in der Sammlung. Einmal sind es so ein paar außergewöhnliche Games, wie jetzt zum Beispiel ein Rodland oder aber auch Air Fortress oder ein Captain America und die Avengers. So, jetzt habe ich es offen. Und wollte eigentlich mit meiner Nintendo-Sammlung aufhören. Ich habe aber noch so das ein oder andere Game auf einer Wunschliste. Und wie der Zufall so will, waren diese 2 Games, die ich jetzt hier in meinen Händen halte, auf dieser Wunschliste. Für mich waren sie aber immer zu teuer. Und bei eBay gab es da einen lieben, netten Menschen aus Österreich. Die Österreicher sind nämlich auch ganz, ganz nette. Und der hat diese 2 Games aus seiner Sammlung raus verkauft. Und ich habe mich dann mit ihm ein bisschen so via eBay unterhalten. Und habe dann gesagt, du, hör mal zu, kann man hier nicht gute, bessere Preise machen. Und er hat dann gesagt, du, wenn du beide Games nimmst, dann mache ich dir hier sehr, sehr gute Preise. Ja, welche 2 Games sind es? Es ist einmal das, ich hoffe, man sieht's, ist hier noch eine sehr schöne Schutzverpackung drin. Es ist das Robocop 3. Ja, der Zustand ist okay. Hier oben fehlt eine Lasche. Und ich habe das Game, es ist complete in Box, Anleitung und so weiter dabei. Wie gesagt, Box ist jetzt nicht in einem Hammerzustand, aber ich muss sagen, der Zustand, ja, ist schon ganz okay. Wie gesagt, wenn man sich das mal so anschauen möchte, ist es ja ganz okay.
Bezahlt habe ich für das Robocop 3 120 Euronen und Gott, es läuft, es ist unglaublich. Robocop 120 Euro und wenn ich mir mal da hier, wenn ich mich mal strecke, Gottes Willen, es wird hier nichts rausgeschnitten. Wenn ich mir mal hier diesen allerliebsten NES-Guide von meinem Lieblings-NES-Kommando anschaue und dort unter R wie Robocop 3 schaue, dann geht das Game Complete in Box bei 150 bis 200 Euronen los und für 120 Euronen kann man da wirklich nichts sagen, zumal es momentan beim NES irgendwie preistechnisch nach oben geht. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ja, zum NES-Kommando und zu ihrem NES-Price-Guide gibt es dann mehr in einer TC-News-Folge. Ja, das andere Game, das habe ich auch schon länger gesucht, aber ich war nie bereit, irgendwie so 300 bis 400 Euro zu zahlen. Und er wollte eigentlich auch bedeutend mehr für das Game haben. Ich glaube, er wollte um die 280 Euronen haben für das Game. Und ja, muss sagen, nee, du, 280 ist mir dann zu viel. Ich habe es für deutlich weniger bekommen und hier ist es mein persönliches Highlight. Der Bananenprinz in einem recht guten Zustand, wenn ich das hier so sehe. Ja, hier unten halt ist so ein bisschen das Gelbe ab und Laschen sind überall dran. Aber wie wirklich ansonsten, ja, hier ein bisschen eingedrückt. Aber ja, mein Gott, für den Preis, da muss ich sagen, ist das doch soweit in Ordnung. Ja, ich freue mich, habe ich jetzt diese zwei Games, nach denen ich recht lange gesucht habe, in meine Sammlung drin. Besonders interessant ist das Robocop. Das Robocop ist vor dem Film rausgekommen, nämlich zuerst auf dem Atari ST und auf dem Amiga. Dort war das Game irgendwie komplett anders und erst auf den Heimkonsolen Sega Mega Drive, SNES und NES ist es ein Sidescroller geworden. Die Amiga-Version hat so im Durchschnitt 90% von eben 100% als Bewertung bekommen und ja, das Konsolengame ist nie über die 60% rausgekommen, weil es eigentlich ja qualitativ dann doch nicht so das gute Game ist. Warum habe ich es in meiner Sammlung? Ja, es ist ein exklusives Game in Viva España und es ist so, aus dem Grund ist es ein etwas selteneres Game und ich freue mich, dass ich es jetzt bei mir in der Sammlung habe. Ja, spieletechnisch, ich werde es mir mal anschauen, aber mein Highlight ist dann doch definitiv der Bananenprinz. Ja, Freunde, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ist eine etwas andere Pickup-Folge gewesen. Und ja, wenn ich das öfters machen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich werde jetzt noch die ein oder andere Folge drehen. Einmal gibt es eine TC-News-Folge. Dann bereite ich mich vor auf meine Roomtour, weil ich habe 10-jähriges Sammler bestehen. Also 10 Jahre bin ich jetzt schon beim Sammeln. Da wird es 2 Videos geben. Einmal ist es die Roomtour, die neue. Und das andere ist, wie ich zum Sammeln gekommen bin, warum ich Konsolen sammle. Und ja, einfach so die Geschichte 10 Jahre Tom beim Sammeln. Dann gibt es eine Pickup-Folge, da gibt es sehr exklusive Titel und ich habe mich entschlossen, ein Fullset zu sammeln. Was das ist, gibt es dann auch in der nächsten Pickup-Folge. Ja, Freunde, genießt das Wochenende, ich werde es auf jeden Fall tun. Wir sehen uns, bleibt so wie ihr seid und Community-Verabschiedung in 3, 2, 1. Freunde, wir sehen uns, bleibt so wie ihr seid. Euer Tom.